Oh Seven, und damit herzlich willkommen zurück hier zu Scherbenklangs Reise in der großen Galaxie hier von Elite Dangerous Odyssey. Ja, wir befinden uns ja aktuell noch in diesem System hier. Da sind wir nämlich auch letzte Folge angekommen, hier bei einem Neutronenstern, der hier auch sehr auffällig ist, dadurch, dass er hier so große, ja, wie wir ursprünglich dachten, Materieauswürfe hatte. Hatte aber gar nicht, sondern das ist nämlich die Hülle des Sterns, der jetzt hier nicht mehr existiert. Wir wissen ja hier, Neutronensterne sind ja Überbleibsel, aktive Sternleichen von sehr, sehr großen Sternen, die halt explodiert sind zu einer Supernova. Und das ist quasi noch so die Plasmahülle, die sich außen herum befindet. Und wir haben hier allerdings in nur gerade mal 175.000 Lichtsekunden ungefähr Entfernung tatsächlich einen weiteren Stern, einen M-Stern, ein roter Zwerg müsste das sein, wenn ich mich recht entsinne. Und der ist halt deswegen so interessant, weil wir hier zum einen eine Ammoniakwelt haben, die sehr, sehr groß ist, fast doppelt so groß wie die Erde, nicht mehr als fast dreimal so groß fast schon, mit über 1,85 G sogar. Dann haben wir hier noch eine erdähnliche Welt, auch wohl mit irgendeiner Art von Leben drauf. Ich gehe immer noch davon aus, dass dieses auch doch Phone-Leben, wenn ich das richtig ausspreche, irgendwie so ein Anzeichen ist für, da gibt es eine Zivilisation. Ist jedenfalls gerade meine These. Ich habe noch nichts weiteres dazu gefunden. Ich habe noch ein bisschen in den Foren reingeschaut und so, aber nichts gefunden. Ich denke, ich werde hier und da nochmal ein bisschen mal nachhaken, was es jetzt genau damit auf sich hat. Ich verstehe es jedenfalls so, da gibt es eine technische Zivilisation, die wahrscheinlich, deswegen ist nämlich die chemische Balance der Atmosphäre halt so am Wanken, dass die halt irgendwie CO2, Methan, ähnliches in ihre Atmosphäre pumpen, wo wir quasi gerade noch sind im Jahre 2022. Und dann gibt es hier noch eine Wasserwelt und zwei Lagrange-Wolken. Die eine hat mich richtig gecasht, letzte Folge. Riesig, orange leuchtend, wie ich weiß nicht was. Und da hatten wir gleichzeitig noch einen Grafikfehler mit drin und das sah so atemberaubend aus, wie die immer näher gekommen ist, gefühlt. Da waren Gewitterwolken, also wirklich Blitze drin und das laute Donnern der Blitze dort zu waren dort zu vernehmen und es hat mich total geflasht. Und da waren auch noch Lebewesen zu finden, so baumähnliche Strukturen. Und gleichzeitig waren dann hier noch drei Carrier. Auf einem sind wir hier auch gelandet, beziehungsweise haben hier mal kurz angedockt. Hier bei Epiosis. Epiosis spricht man es, glaube ich, aus. Ich habe keine Ahnung. Bin ich ganz ehrlich. Aber Grüße auf jeden Fall an die drei Commander nochmal an der Stelle. Ja, und das Witzige ist ja auch, dass dieser Stern hier, der M-Stern, der rote Zwerg, wenn ich mich recht entsinne, so nah dabei ist, ne? Also das sind nur 175.000 Lichtsekunden. Das ist gefühlt nix. Also eigentlich müssten diese ganzen Planeten hier wahrscheinlich total, ja, sag mal, gebrutzelt sein von dieser Strahlung, die er hier eigentlich aussendet. Aber vielleicht ist dieses Planetensystem auch günstig positioniert, sodass dieser Strahl, der Materiestrahl, an den Polen des Neutronensterns ja dran vorbeifliegt, sag ich jetzt mal. Auf jeden Fall sehr interessant. Und wir sind hier aktuell auf dem Weg zu einem weiteren, ja, Punkt, sag ich jetzt mal. Und zwar ist hier unten ein Herbig AE bzw. BE-Stern. Ich weiß nicht genau, was das ist. Er ist ungefähr 8 Sprünge entfernt. Da werden wir also diese Folge auf jeden Fall noch hinkommen. Und ich habe ja hier auf Instagram einen Tipp bekommen von euch, oder von jemandem von euch, was auch sehr, sehr nett war. Und zwar ist, na, wenn meine Kamera jetzt will, hier hinten gibt es nämlich 4 verlassene Siedlungen. Alpha, Beta, Gamma und Delta Site von irgendeinem Siedlungsprojekt. Und ich denke, da werden wir auch hinfliegen. Ich werde die Reise für euch wahrscheinlich ein bisschen abkürzen, muss ich mal sehen. Oder wir machen 3 Folgen raus, sage ich jetzt mal. Das kann auch passieren. Das ist nämlich schon ein Stück, das sind ungefähr hier 3300 Lichtjahre, die wir da zurücklegen müssen. Diesen Umweg nehmen wir aber definitiv in Kauf und werden dann von diesem Punkt hier wieder hier zu Wegpunkt 3, unseren ursprünglichen Weg weiter fliegen. Der ist nämlich hier. Hier nochmal der, ja, Beweis in Anführungsstrichen. Da wollen wir nämlich eigentlich hin. Machen also nochmal einen riesen Umweg, aber ich denke, das ist gerade sehr interessant, da wir hier in Hawking's Gap sonst nicht so viel Interessantes haben tatsächlich in dieser Region der Milchstraße. Und uns hier eh noch recht lange aufhalten werden. Aber da werde ich auf jeden Fall noch hinfliegen. Mal schauen, was uns dann dort erwartet. Dann würde ich sagen, sammle ich gar nicht so lange, sondern wir springen. Und ich muss den Kurs neu berechnen, weil irgendwas gerade nicht hinhaut. Wenn wir eben nachschauen hier. So, jetzt 8 Sprünge. Das müsste doch jetzt eigentlich funktionieren. Ja, super. Es geht. Ja, und diese Lagrange-Wolken, die haben mich ja letzte Folge echt ein bisschen fertig gemacht. Ich hatte auch sehr, sehr große Angst um mein Schiff, auch weil da auch noch Anomalien drin waren. Das sind so, ich sag mal,
Lebewesen sind es nicht wirklich, aber irgendwelche Art von Existenz. Eine Art, ja, sieht ein bisschen aus wie so eine Art Kugelblitz, wie man sich das so vorstellt. Irgendwie elektrische oder anderweitige Materie, die irgendwie da interagiert. Eine Art kugelähnliche Form annimmt und auch durchaus sehr allergisch auf unsere Schiffe reagiert. Wenn wir denen zu nahe kommen, putzen die uns nämlich tatsächlich die Schilde weg. Deswegen war ich doch ein bisschen sehr übervorsichtig, wollte nicht allzu nah ran. Weil ich habe ja auch nur hier Klasse 5D-Schilde, um einfach so einen minimalen Schutz zu bieten hier für meine Anaconda. Aber gleichzeitig kann es natürlich auch sehr schnell nach hinten losgehen, gerade wenn man dann mit einer Anomalie Bekanntschaft macht. Oder mit etwas zu viel Wucht auf einer Planetenoberfläche aufsetzt. Das kann natürlich auch passieren. Und wir müssen hier erstmal wieder scannen. Das habe ich gerade vergessen. Das kann man natürlich auch hier so machen. Schon in diesem VSS-Modus. Und hier scheint es nur Eisplaneten zu geben. Also relativ unspektakulär. Aber hier war tatsächlich auch schon mal jemand. Nämlich ein gewisser Blade Gewinn. Das heißt, wir sind hier mittlerweile in Regionen angekommen, wo halt doch durchaus recht viele Erkunder unterwegs waren, beziehungsweise vielleicht auch gerade aktuell sind. Die drei Fleet Carrier sind ja durchaus ein Einzeichen dafür, dass hier ja durchaus noch mehr Leute unterwegs sind. Ja, und ich muss sagen, irgendwas ist seit Update 11 passiert, nämlich die Galaxiekarte hier im Hintergrund sieht deutlich schöner aus. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nachher auch noch so drin, dass ich hier nicht so einen hohen Qualitätsverlust habe. Noch höher kann ich es tatsächlich nicht stellen. Aber man sieht hier wirklich überall so kleinere Punkte, sag ich mal, die kleineren Sterne oder kleine Sternhaufen drin. Davor war das irgendwie immer so ein bisschen, ja, verpixelt, so schwammig. Aber das ist dann in der Aufnahme immer noch ganz gut zu sehen. Finde ich schon mal ganz schön, dass das jetzt hier ein bisschen sich auch optisch wieder verbessert hat, dass sie nicht mehr so matschig aussieht. Weil gerade das ist ja immer so ein kleines Highlight, finde ich, hier gerade am Himmel, sag ich jetzt mal, wenn man hier rumfliegt. Der ist auch wieder so hell. Ach ja, ich habe hier auch das Falsche ausgewählt, deswegen kann ich gar nicht den Scanner anwerfen. Ich hatte hier noch den Zusammenfassungsscanner an. Oder nee, Quatsch, Zusammensetzungsscanner, so heißt er. Weil ich ja diese komischen baumartigen Strukturen dort innerhalb der Lagrange-Wolken scannen wollte. Kann ich natürlich nicht gleichzeitig den Erkundungsscanner anwerfen. Und hier gibt es immerhin Gasriesen. Zwei scheinbar an der Zahl. Ja, und hier war schon wieder kein Commander mehr, wie ihr sehen könnt. Steht unten kein Name dran. An den jeweiligen Planeten und anderen Objekten. Diese Planeten sind so komisch, diese gelben. Stehen auch meistens irgendwie aus Schwefel. Scheint also irgendwie damit einherzugehen. Ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr eine schöne Woche bisher hattet. Oder wann auch immer ihr euch hier dieses Video anseht. Ansonsten noch ein... Oh, hattet ihr hoffentlich ein schönes Wochenende. Soweit. Seid soweit gesund. Ich kann auch nicht mehr reden. Ach ja, was ich gerade noch erwähnen wollte bei Instagram. Da habe ich ja mittlerweile eine Seite eingerichtet. Einfach so als Möglichkeit, dass man mit euch nochmal zum einen ein bisschen besser schreiben kann. Über die Kommentarsektion ist das ja immer ganz nett, aber auch weil wegen anderweitiger Fragen oder auch wegen Sendeplan und so, den hatte ich jetzt also ins Kanalbanner gequetscht. Das findet ihr da mittlerweile alles, beziehungsweise den Uploadplan. Ja, und ich habe Großes vor. Ich werde wahrscheinlich Minecraft dann ja mit Folge 50 noch beenden und mit Horizon Zero Dawn. Das pausiere ich wahrscheinlich erstmal kurzzeitig. Mir dann nämlich Elden Ring zu holen. Bin schon gespannt auf das Spiel. Ich werde wahrscheinlich tausende Male sterben. Sehen, wie ich mich anstelle. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe nämlich bisher wirklich nur, glaube ich, 12 Stunden Dark Souls 3 gespielt. Und zwei, beziehungsweise jetzt gerade aktuell dann tatsächlich drei Let's Plays angefangen mal zu schauen. Bezüglich des Souls-like. Bezüglich Souls-like-Spiele. Und Dark Souls 1 und 2 jeweils bei Henno. Ja, bei Hand of Blood hier mit dem Ratequalen. Einmal bei den Rocket Beans, die vor einiger Zeit manchmal mit Souls das Remake von PlayStation 4 gezockt haben.
da kurz nochmal den Fantasy-Bereich kurz abzudecken. Ja, da bin ich halt sehr gespannt drauf. Das werde ich mir holen. Und kann auch sein, dass ich zu dem Zeitpunkt von dieser Aufnahme, oder wenn diese Aufnahme rauskommt, wenn ihr die gerade sehen könnt, dass ich dann gerade schon dabei bin, zu zocken. Aber werdet ihr dann auch sonst sehen auf dem Upload-Plan auf Instagram. Und ich werde es auch nochmal dann ja hier auf dem Kanal natürlich ja, veröffentlichen, dass ihr es sehen könnt. Ich hoffe, ich sterbe nicht so oft. Kommt bei den Endbossen weiter. Ich erinnere mich da an Dark Souls 3, an diesen zweiten Eis-Endboss da, diesen Putzi da, der war ja richtig anstrengend. Jedenfalls damals für mich. So, sind wir jetzt aber hier weiter wieder im Science-Fiction-Bereich. Und hier in der Milchstraße. Nicht mehr in irgendwelchen Dimensionen und Vorhöllen. Oh, biologisch. Ah, ich will da immer landen und das einsammeln, ne? Das ist jedes Mal so ein Drang hier, den ich habe. Vielleicht mache ich das gleich. Oh, noch mehr Leben. Was ist denn das hier? Neon. Interessant. Aber ich glaube, wir fliegen jetzt erstmal durch. Zu dem komischen Herbig-Star. Was auch immer das ist. Da bin ich nämlich auch mal gespannt. Ich wüsste jetzt gerade nicht, was das sein soll. Dann werde ich da, denke ich mal, danach, wenn wir dann weiter zu diesen verlassenen Siedlungen fliegen, durchaus hier und da nochmal ein bisschen die Planeten mal öfter wieder mitnehmen. Dass wir da wieder biologische Signale suchen und dort Proben mitnehmen. Wir haben ja auch fast 800.000, 875.000 sogar an Codex-Entdeckungen im Gepäck. Davon halt auch viele Proben einfach von oder für Vista Genomics. Da hoffe ich ja noch, dass wir vielleicht irgendwie unterwegs sind, noch vor Sagittarius Ahnmann Fleet Carrier finden, wo wir das abgeben können, die entsprechend ausgestattet sind. Dass wir da nicht allzu hohe quasi Zollgebühren oder halt Servicegebühren tragen müssen. Aber selbst wenn wir 10% oder so zahlen müssen, ich glaube, ich habe so viel Geld gerade im Gepäck. Ich habe jetzt aktuell, glaube ich, ein Vermögen von 500.000 Credits hier. 500 Millionen Credits. Ich glaube, wenn ich das alles wegbringe, habe ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, 800 Millionen. Insgesamt. Stimmt jedenfalls. Um das Finanzielle nochmal kurz anzusprechen, was mich hier so erwartet als Erkunder. Wenn ihr das machen wollt, die Planeten auch des Öfteren mal erfasst und nicht nur so scannt, wie ich jetzt hier gerade. Dann meistens eh immer deutlich mehr wert. Sollte man doch eigentlich immer machen. Privat mache ich das auch ganz gerne, nur im Rahmen dieses Let's Plays nicht so. Weil die Folgen sonst wirklich Ewigkeiten lange dauern. Und ich halt kaum Fortschritt bis dahin habe. Und Sprüngen. Die sind doch gerade nur Eisplaneten. Noch mehr biologische Signale. Ah, ich will da mal hinfliegen. Ich fliege jetzt erstmal weiter. System scan complete. Ja, noch drei Sprünge trennen uns von dem Objekt. Mal sehen, was uns da erwartet. Gibt es eigentlich neue Nachrichten? Das können wir kurz überprüfen. Nee, tatsächlich nicht. Jetzt war immer noch Taurus Mining Ventures startet ja irgendwelche wissenschaftlichen Studien. Ja, ich bin gespannt, was das dann da alles bedeutet, was sie da finden werden. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass der Spielsound gerade ein bisschen zu laut ist. Kann mich natürlich auch täuschen. Ansonsten gerne mal Rückmeldung geben.
da irgendwie die Stimme, der Sound, die Musik irgendwas zu laut, zu leise ist. 50 Objekte. Was ist denn hier los? Na, Gasriesen ohne Ende wahrscheinlich, ne? Ja, aber gerne mal Rückmeldung geben, falls da etwas mit dem Sound nicht ganz passt. Bin ja auch nicht allzu lange hier auf YouTube unterwegs. Erst seit letzten Jahr, beziehungsweise 2021. Und da hatte ich dann auch noch das Problem, dass ich 3 Monate lang gar keine Videos hochladen konnte. Zum Teil noch nicht mal produzieren konnte. Weil mein Internet kaputt war und weder die Hausverwaltung noch der Internetanbieter es hinbekommen haben, die Leitungen zu modernisieren, sodass sie überhaupt wieder funktionieren, weil die halt völlig veraltet waren. So, Haus aus dem Baujahr 70 und entsprechend natürlich alles veraltet hier. Die erste Modernisierung seit Ewigkeiten und hat Ewigkeiten gedauert, es funktioniert jetzt ganz gut. Ist halt schon ein Sprung, wenn man halt wirklich vorher so ein paar Mbits Upload und Download hat und dann wirklich so Download bis in die Hunderte. Ich habe jetzt aktuell 300 oder so, das ist ein Qualitätsunterschied von Tag und Nacht, sag ich jetzt mal wirklich. Also, ah, hier könnte eine Wasserwelt verborgen sein. Der Gasriese ist ja schön. Der hat schöne Wolken, der sieht toll aus. Den mag ich. Der sieht schön aus. Weiß nicht, ob ich da hinfliegen werde jetzt, aber der sieht auf jeden Fall schön aus. Es gibt hier wirklich sehr viele Gasriesen. Ja, und geologisch scheint es hier viel zu geben. Ah, biologisch natürlich auch. Ich fliege jetzt aber echt erstmal durch. Kann hier nicht jedes Mal vorteilt machen. Jetzt kommen wir ja nie irgendwo an. Mal irgendwo ein bisschen Prioritäten setzen und hier und da auch vielleicht mal Kompromisse eingehen. Und ansonsten mache ich das ja so ganz gerne, dass ich ja hier zwischendurch, wenn ich euch nicht dabei habe als Zuschauer hier, und da ja den einen oder anderen Planeten erkunde. Und einige Systeme nebenbei. Wenn ich natürlich was Cooles finde, bringe ich es natürlich auch mit rein. Am Anfang von der letzten Folge, da hatten wir ja auch ein System gefunden mit einem Gasriesen. Oder ein Wasserriesen, genauer gesagt, der von einem kleinen felsigen Mond umkreist wurde. Plus einer Wasserwelt. Wo die beiden dann quasi um gemeinsamen Schwerpunkt rotieren. Oder herumkreisen. Auch sehr interessant, das ganze Objekt da anzusehen. Das kennt man auch eine ganze Weile hier. Ich will jetzt auch mal ein bisschen gemütlich scannen und hier nicht immer so durchrushen. Schauen wir auch immer nebenbei an, was da alles so steht. Aber meistens nur ganz grob oder wo fliegt das. Und eine Wasserwelt. Ich habe es ja gesagt. Nur 82 Lichtsekunden. Wie weit ist das entfernt? Das müsste ich eigentlich mal kurz nachrechnen. Das ist ja echt nicht viel. Das ist ja nicht mal eine und eine halbe Minute. Ich glaube, das Licht von der Sonne zur Erde brauchte 8 Minuten. Das heißt, er ist also extremst nah an der seinem Zentralgestirn. Das ist ja interessant. Das schaue ich gleich echt nochmal kurz nach. Machen wir den kleinen Zeitsprung hier. Wie heiß ist die denn dann auch? 339 Kelvin. Ich google das eben nach, mal eben. Ist gleich, dauert nur eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Haha, habt ihr gar nicht mitbekommen. Ja, tatsächlich, die ist 339 Kelvin. Heiß, was ungefähr so 60, 70 Grad entspricht. Zum Vergleich, die Erde hat 288 Kelvin, was im Durchschnitt so ungefähr 15 Grad entspricht. Und Radius ist bei der Erde gerade 6400 Pi mal Daumen. Ne? Und hier tatsächlich ist diese Wasserwelt dann also fast doppelt so groß. Quatsch, doppelt so groß, ein Drittel größer. Mit 8300. Wie lange gehen die Tage? Umlaufzeit nur von 45 Tagen. Das ist sehr, sehr kurz. Wo ist die Rotationszeit? Oh, die hat auch noch eine gebundene Rotation. Das ist krass.
Also das heißt, ungefähr ein halber Monat vergehen darauf, bis die da soweit sich einmal um die Sonne bzw. den Stern hier gedreht hat. Planet Nummer 4. Wie nah sind wir denn jetzt hier? Vielleicht können wir noch ein oder zwei mitnehmen. Ach, und ich wollte ja noch was anderes nachschauen. Ja, tatsächlich. Und zwar befindet sich die Erde ungefähr in 500 Lichtsekunden Entfernung. 500 von der Sonne. Und dieser Planet hier, dieser Wasserplanet, diese Wasserwelt hat sogar nur 83 Lichtsekunden Entfernung hier. Was echt wenig ist tatsächlich im allgemeinen kosmischen Maßstäben. Vor allem ist das hier... Okay, ist das nur ein roter Zwerg? Da kann das vielleicht sogar sehr gut in Ordnung sein. Wir haben ja nicht so eine andere, wie sagt man das, Lucky Zone oder Habitable Zone, ne? Das Gebiet, wo das Wasser halt flüssig sein kann. Mit 60 Grad geht das ja noch. Also es kocht zwar an der Oberfläche, würde ich mal behaupten. Aber es kann ja durchaus da trotzdem Leben geben. Wenn wir hier so Extremophile auf der Erde abends angucken, die leben da auch irgendwie in einer Temperatur, die sind für Menschen eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten tödlich. Was da jetzt aber mir irgendwie noch ein bisschen fehlt, sind noch mehr Wasserdämpfe oder sowas. Wobei, die sieht auch ein bisschen stürmischer aus, tatsächlich. Ist nicht so glatt wie die meisten. Aber auf jeden Fall größere Wolkenformationen. Immer Angst, zu nah dran zu fliegen. Aber die sieht doch schön aus. Was mich nur wundert ist, wie kann das sein, dass hier unten der Südpol ist? Also entsprechend mit der Eisfläche. Weil wenn die ja wirklich eine gebundene Rotationsachse hat, zeigt ja immer diese Seite zum Stern und da unten ist Eis. Wobei da oben auch. Hätte ich dann jetzt eher auf der Rückseite vermutet. Wobei wahrscheinlich, wenn jetzt immer die Sonne von sich von einer Seite kommt und das darauf trifft, wahrscheinlich sind da eigentlich krasse Winde nach zur Rückseite. Vielleicht gehen die auch einmal noch um den Planeten rum oder so, dass die dann halt entsprechend da sich keine Eiskrusten, sag ich mal, bilden können. Wenn die Temperatur nicht weit genug sinkt. Aber das wundert mich gerade ein bisschen. Eigentlich müsste die ja hinten, theoretisch jedenfalls von meiner Denke her, ob das jetzt so wissenschaftlich passt, weiß ich gerade nicht. Großes Eisschild besitzen und vorne müsste eigentlich das Wasser gleich fast ja schon verdampfen. Oder es ist halt so heiß insgesamt, dass das Wasser sich so aufheizt und ja auch durch die Strömungen und ähnliches da vielleicht so lang fließt, dass es alles sich allgemein aufheizt. Das kann natürlich auch sein. Ich mutmaße da jetzt gerade. Ich bin ja leider kein Astronom oder so. Ja, aber tatsächlich ein Beruf für mich gewesen, glaube ich. Hätte ich, glaube ich, Spaß dran gehabt. Und 20 Objekte. Ah ne, wir sind raus. Ich wollte gerade sagen, ob ich noch weiterfliegen muss. Hinten, das sieht aus, ob da noch irgendwie so ein Stern wäre, ne? Ein roter Zwerg oder sowas. Oder ein brauner Zwerg. Muss ich mal schauen, was das da ist. Das sieht nämlich so nah aus. Aber das befindet sich nicht mehr in diesem System hier. Bin ich ja gerade doch ein bisschen neugierig hier. Und der hat auch wieder einen Ring, der Planet. Die sind kleineren relativ selten, muss ich sagen. Der sieht hübsch aus mit dem großen Eisschild da unten. Ah, biologisch 3. Danach, nachdem ich den erreicht habe, dann mache ich das.
Und da gibt es sogar 5. Wir müssen eh noch hier und da ein paar Liebewesen finden hier. Bei Bakterien gibt es ja noch bis zum Abwinken. Allein hier in der Region. System scan complete. Und was war das jetzt? Das ist da vorne in der Richtung. Das ist unterhalb der eigentlichen Galaxiescheibe hier, okay. Das heißt, das ist, wenn ich jetzt hier in die Richtung gucke, ist die Galaxie da vorne. Da müsste das sein, ne? Ist das vielleicht der Nebel? Ja, wo ist, wenn ich das jetzt hier... Jetzt mal so eine Achse hier. Schau doch gerade in die falsche Richtung dafür, oder? Oder doch nicht? Scheinbar sind wir... Aber ich schau doch gerade eigentlich in die Richtung. Das ist jetzt merkwürdig. Da sind die großen Staubwolken. Das heißt, das ist eigentlich der Süden der Galaxie. Da vorne ist das Objekt, wo wir hin wollen. Da ist dieser rote, helle Fleck. Der gehört aber definitiv hier nicht zu diesem System. Ich habe mich hier so gerade irgendwie ein bisschen überfragt. Wenn ich jetzt hier in diese Richtung blicke, schaue ich ja ganz woanders hin. Einen Moment, das muss ich jetzt nachgucken. Ja, da seht ihr es ja direkt jetzt hier in der Bildschirmmitte. Das ist ein großer roter Punkt. Ich frage mich gerade, was der darstellt. Was das sein soll. Da ist der Nebel. Da ist der Andromeda-Galaxie. Das ist der Stern, der uns blendet. Und unter uns sind die Magellanischen Wolken quasi, ne? Ja, unten links von uns. Das heißt, da müssten jetzt die Magellanischen Wolken sein. Oder auch nicht. Ich habe sie gerade aus den Augen verloren. Komisch. Da ist der Nebel. Bin doch gerade ein wenig verwirrt. Weil irgendwo hier soll jetzt ja dieser rote Punkt sein. Habe ich in die falsche Richtung? Ach, ich habe gerade in die völlig falsche Richtung auch geblickt. So, links von uns sind die Magellanischen Wolken. Das heißt, ich stehe gerade auf dem Kopf, ne? Stehe ich jetzt aber gerade trotzdem nicht, wo die sein sollen. Ich springe jetzt erstmal weiter und schaue dann mal, ob ich diesen Fleck da immer noch erkennen kann. Was da sein könnte. Das sieht so auffällig aus, ne? Alle anderen sind blau. Ist relativ klein und der ist ja fast doppelt so groß am Leuchten. Bin gerade verwirrt, wo der sein soll. Aber wir dürften jetzt auch in diesem Sternsystem hier angekommen sein. Diesen komischen Herbig-Star, ne? Huch. Boah, ist der hell. Alter Verwalter. 18 Objekte gibt es hier. Wir waren hier aber auch, beziehungsweise die waren tatsächlich auch schon Commander. Oder war das genau der, den wir vielleicht gesehen haben? Ich stehe jetzt erstmal unten drunter, dass wir jetzt hier hoffentlich ein besseres Blickfeld haben. Ah, den können wir uns auch nicht aufladen. Funktioniert nicht. Wasserwelt. Ah, die ist schon entdeckt worden.
Gut. Kann ich auch nicht immer alles zuerst entdecken. Okay, hier ist schon sehr, sehr viel gefunden worden natürlich. Die Eiskörper haben sie natürlich wieder alle stehen lassen, ne? Kein Reiz, die zu erkunden, weil sie wahrscheinlich einfach auch zu wenig Geld bringen. Ja, und da ist auch meistens leider nichts, das muss man auch dazu sagen. E25. Was sieht ja aus hier? Was ist das denn hier für ein System? Das sieht ja urig aus. Schaut euch das mal an hier. Das ist voll mit braunen Zwergen. Ich glaube, das war genau das System, was wir gerade gesehen haben, würde ich beinahe schon behaupten. Aber das ist ja völlig weird. Abgefahren. Steht fast nur aus braunen Riesen und all sowas. Braunen Zwerge. Ist mysteriös hier. Wo war denn jetzt hier eigentlich diese Kante, in die ich gerade geguckt habe? Die Ecke hier. Hier war das doch. Da war das genau das System hier. Das kann natürlich auch sein, weil hier sind ja so viele Objekte. Rötlich erscheint. Vielleicht war das wirklich das Objekt hier. Und da ist jetzt die Andromeda-Galaxie. Der M2-Galaxie. Da sehe ich jetzt nichts Rotes mehr. Doch, da ist immer noch was. Von hier, das gehört dazu. Ne, ich glaube, wir haben genau das System gerade irgendwie erkundet, würde ich behaupten. Oder entdeckt hier. In die Richtung sehe ich auch nichts mehr, wo wir gerade hingeschaut haben. Müsste ja eigentlich hier irgendwie sein. Merkwürdig. Ja, vielleicht finden wir das gleich noch raus. Gut, dann haben wir ja hier den Tipp bekommen, ne? Hier sollen Siedlungen sein. Da werden wir dann jetzt hier hinfliegen. So. Welche ist denn am nächsten? Die hier ist am theoretisch am nächsten. Ich erstmal kurz darauf. Das sind 56 Sprünge. Das ist also so einiges, was wir da vor uns haben. Mal schauen, ob wir immer hier rechtzeitig tanken können. Ich habe nämlich jetzt gerade wieder diesen etwas schnelleren Modus an, wo wir ungefähr bis zu 60 Lichtjahre weit springen können. Weil ansonsten wären das jetzt ein paar hundert Sprünge, wenn nicht sogar mehr. Objekte. Aber wir sind gerade auch zum Teil hinter dem Stern, da müssen wir einmal rumfliegen. Aber ich mag diesen Treibstoffsammler, der sammelt das so schön ein hier. Schnell. Eisplanet und noch ein Eisplanet und noch ein Eisplanet. Dann geht's mal weiter hier. Hier war ja nicht viel. Auch nochmal nach irgendwie so 20 Sprüngen oder so dann schauen, was dann noch Interessantes auf dieser Wegstrecke ist. Das würde ich dann in die nächste Folge, glaube ich, packen. Ich wollte erstmal so ein bisschen Fortschritt wagen. Also 3600 Lichtjahre brauchen halt doch eine Weile, bis man die erreicht hat.
Ah, da ist wieder was hinter. Müssen wir einmal wieder rumfliegen. Da sind auch zwei so helle rote Punkte, ne? Schon, ob ich die finde, ob wir dahin fliegen könnten. Vielleicht sind das ja auch die gleichen. Und vom Winkel und so standen die gerade fast hintereinander, sodass sie einfach größer aussahen. Könnte ja sein, dass es genau das ist, was ich da vorhin gesehen habe. Da haben wir wieder ein Asteroidencluster entdeckt. Ja, die Planeten mit hochwertigen Metallen, die lohnen sich eigentlich auch aus finanziellen Gründen meistens zu scannen. Bzw. zu erfassen, aber jetzt ja gerade einfach eher Fortschritt wagen, sag ich jetzt mal. Da sind jetzt wieder zwei so rote, helle Objekte. So, das müsste jetzt darüber sein. Das hier müsste eigentlich unten sein jetzt. Muss eigentlich richtig rum. Welche Richtung kommen wir aus der? Das könnte natürlich auch diese hier sein. Das passt ja nicht. Wir fliegen ja nicht dahin, wir fliegen ja ein ganzes Stück nach links oben von da ausgehend. Ja, das finde ich noch ein bisschen schade, dass man hier nicht einfach sagen kann, ey, ich will jetzt hier in diesem Bildschirm, wenn ich einfach normal unterwegs bin, einfach einen Stern an, dann soll er mir eine Route berechnen. Beziehungsweise mir sagen, wie weit ist der weg. Könnten auch die beiden hier sein. M-Stern wird passen. Ich bin mir gerade unsicher. Würden auch knapp da drüber stehen, ne? Ah, die sind zu nah eigentlich. Das finde ich halt schade, dass ich jetzt hier nicht diesen Stern in der Mitte, jetzt hier diesen weißen anklicken kann. Und sagen kann, ey, da möchte ich hin, gib mir mal bitte eine Route. Das vermisse ich noch ein bisschen in Elite. Dass man nicht einfach per Super Cruise zu diesem System fliegen kann. Und dann kurz davor einfach so eine kurze Animation erscheint. Ähnlich wie diese Sprung, diese Warp. Der Warp-Ladebalken hier, sag ich jetzt mal. Warp-Ladebildschirm und dann, dass man dann da einfach ankommt. Das finde ich auch noch cool. Das wird einem nochmal so ein anderes Gefühl fürs Reisen bringen, finde ich. Jetzt muss ja halt durchaus geladen werden. Rein technisch ist das, glaube ich, so sonst gar nicht möglich, aber das wäre halt so eine Möglichkeit, das so ein bisschen zu kombinieren, ne? War nicht zu nah ran. Wollen nicht den Icarus spielen. Jetzt sehe ich die auch nicht mehr. Scheinen wir gerade schon dran vorbeigesprungen zu sein, obwohl... Ich schaue ja gar nicht nach oben. Da ist oben, wenn man so möchte. Jetzt sehe ich die aber nicht mehr. Sind die jetzt hinter uns? Nachschauen. Da ist nämlich doch gerade diese roten. Zwei M-Sterne da. Ja, aber hier ist nichts. Überstrahlt natürlich jetzt einiges hier, aber... Merkwürdig. Kann ich hier gerade nicht mehr sehen, gerade auch. Das waren doch die irgendwelche hier hinter uns waren. Das heißt, die müssten irgendwo hier gewesen sein. Er ist auch relativ.
Oh, das sieht nach einer Wasserwelt aus. Yes. Sehr schön. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir haben da jetzt noch jede Menge Ace-Himmelskörper, so wie es aussieht. 10 Stück an der Zahl. Magma-Vulkanismus. Okay. Hat auch Wasser, Magma und Neon. Interessant. Neon-Atmosphäre. Ja, der Typ ist neonreich. Das sind also auch nochmal Unterschiede. Oh, sind die weit weg? Ich glaube nicht. 1, 2 und 3, die sollte ich auf jeden Fall eigentlich mitnehmen. Die sind auch ganz anders angeordnet hier. Ihr seht hier das andere System, hier das restliche System. Obwohl, das ist komplett schräg angeordnet, das ist ja auch urig. Alle so in diesem vertikalen Winkel, sag ich jetzt mal. Interessant. So, dann würde ich mal sagen 1, 2, 3 und dann haben wir alle. Nehme ich die mit und dann fasst die auch. So, wir haben da auch mal wieder ein bisschen öfter machen. Denn wir wollen ja die Milchstraße hier in unter 37.000 Jahren erkunden, ne? Mit allen Commandern gemeinsam und nicht erst irgendwie, weiß ich nicht. Ich sollte ein bisschen abbremsen. Wir schießen gleich wieder übers Ziel hinaus hier. Wir haben im Zweifel dann komplett vom Gas einmal gehen. Auf Null wieder setzen. Wenn wir da vorsichtig beschleunigen. Das haut meistens hin, nicht immer, aber hofft. Hofft, genau. Oft. Reden, was ist das? Kann ich nicht. Der ist doch hübsch. Erinnert mich ein bisschen an den Mars, und dass da viel zu hell ist. Und ich sollte vielleicht mal ein bisschen bremsen und nicht zu nah ranfliegen. Gut, danke. Am Planet Nummer 2. Ja, das reicht doch, oder? Ja, haut hin. Fast 600 Millionen Credits haben wir gerade. Ich muss mal eben nachschauen. Na, jetzt beschleunigt er wieder so langsam. Und zu will er gefühlt irgendwie nicht. Dann wird er irgendwie langsam. Ich weiß auch nicht. Ob dieser Antrieb des Öfteren mal Zeit braucht, sich aufzuwärmen oder so.
Das dürfte jetzt auch eigentlich die Wasserwelt sein, ne? Ja, genau, unten links steht es ja auch. Hier wird das aktuelle Objekt auch immer eingeblendet und die Daten dazu. Wenn es dazu Daten gibt. Bis so zu 20 Millionen Meter oder was das da bedeuten soll. Kann man da meistens gefahrlos dran rum, daran ranfliegen. Wenn ihr zu nah seid, kriegt ihr eigentlich auch in der Ansicht, wenn ihr diese Linien ja anmacht, so eine Art Atmosphäre eingeblendet. Hier seht ihr es ja auch. Die Linie solltet ihr halt nicht überschreiten. Könnte tödlich enden. Wird sehr wahrscheinlich tödlich enden. Der ist hübsch. Ich finde den hübsch. Wie groß der ist. Mal kurz warten, bis die Sonden nicht mehr zu sehen sind. So eine riesige blaue Murmel. Habe ich den gerade komplett gescannt? Das sah gerade nicht so aus. Oh, 1% fehlt irgendwo. Ah, tatsächlich, auf der Rückseite. Das gibt es ja nicht. Kriegen wir halt nicht mehr den kompletten Zieleffizienzmodus. Aber lassen wir einfach mal. Und Planet. Moment. Doch, ist der richtige. Surface scan complete. Das Ganze da hinten. Da bis zu 10 kann man scheinbar echt locker ranfliegen. Mache ich nur ungern, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, ich stürze dann gleich in den Planeten. Also innerlich, schlottern mir immer die Knie, sagen wir es mal so. Sind wir sogar unter 9 hier, nee, unter 10. Boah. Ja, es hat mich geprägt, als ich einmal wirklich in die Atmosphäre von so einem Planeten reingeflogen bin. Meine Igel sich dann in 1000 Teile zerlegt hat. Weil wir ganz dezent vielleicht in der Atmosphäre verbrannt sind. Oder regelrecht verpufft wohl eher. Aber so lernt man dieses Spiel halt, ne? Aber das ist auch dieser typische Anfang, glaube ich, wenn man das Spiel hier anfängt. Startet das, wird abgeschossen, fliegt irgendwo gegen und stirbt oder sonstiges. Schmeißt man das erstmal in die Ecke. Denkt sich, ah, blödes Spiel. Was ist das? Was soll das sein? Das ist auch schwer. Ich habe keinen Bock, mich da jetzt reinzufuchsen. Dann kramt man das irgendwann nach Wochen, Monaten, Jahren wieder raus. Fängt das wieder an und danach kann man nie wieder aufhören. So ungefähr. Das ist halt echt das Schöne an Elite. Das haben auch ganz viele irgendwie. Habe ich schon sehr häufig gehört von anderen Commandern und Commanderinnen. Gibt es das Wort überhaupt? Weiß nicht, wie ich das gendern soll tatsächlich. Commanderin. Commanderin, Commander. Die Mehrzahl ist ein bisschen komisch dann, oder? Ist einfach nur Commander. Passt dann schon, in dem Fall. Ansonsten achte ich ja nach Möglichkeit immer drauf. Auch wenn andere das ja nicht wahrhaben wollen. Dass es auch Frauen gibt. Oder auch noch Menschen, nicht klar männlich und weiblich sind. Oh Gott. Das ist aber ganz, ganz schrecklich. Bricht ja das Weltbild zusammen. Und halten dann alle anderen, die das behaupten, für völlig bekloppt. Obwohl es einfach den wissenschaftlichen Tatsachen entspricht. Biologisch wie anderweitig. Und zack, 3 Abonnenten verloren. So, da hinten ist auch der letzte Planet hier in diesem Sternsystem, den wir noch erfassen werden für heute. Wenn wir dann mal da hinkommen. Sonst braucht irgendwie deutlich länger, als man immer denkt. Dann steht man da. Aber der Himmel hier ist so schön, ne? So viele Sterne. Wenn ihr mitten auf dem Land seid, dann habt ihr zum Teil so einen Sternenhimmel auf der Erde. Hier mit dem großen Eisschild, das ist doch ein schönes Bild hier. Oh, jetzt wird aber immer dunkler, oder was war das gerade? Nee, sah nur so aus, scheinbar. So, den erfasse ich jetzt hier eben noch. Der große Seen auf der Oberfläche hier. Dieses große Eisschild.
macht ja fast ein Drittel des Planeten aus, so ungefähr, ne? Wobei vielleicht eher ein Viertel. Ein Viertel ist, glaube ich, realistischer geschätzt. Warte, nochmal ein Foto von dem hier. Jetzt der Nebel hin, da hinten ist er. Jetzt warten, bis die Sonden weg sind. Die stören mich sonst immer ein bisschen. So eine gepunktete Linie, aber quer durchläuft. Sehr cool. Ja, dann haben wir den auch. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Ich denke am Freitag, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue. Und fliegen dann hier mal weiter die 55 Sprünge Richtung dieser Siedlungsgebiete hier. Oder dieser verlassenen Siedlung, genauer gesagt. 4 Stück an der Zahl. Das eine habe ich jetzt auch gefunden. Und das ist... der da. Der müsste es sein. Hatte ich ja erst nur 3 gefunden. Den vierten habe ich jetzt hier nochmal entdeckt, indem ich alles durchgegangen bin. Weil in der Liste irgendwie funktioniert die ab und zu nicht. Oder man muss irgendwie sehr viel Geduld haben. Vielleicht war ich doch so ungeduldig. Ja, 3000 Lichtjahre sind es noch. 600 haben wir fast schon zurückgelegt. Da würde ich sagen, machen wir da weiter. Bis wir dann hier ankommen, da werden wir uns nochmal 1 bis 2 Folgen hier Zeit nehmen, um diese ganzen Gebiete da zu erkunden und diese Siedlungen mal unter die Lupe zu nehmen. Dann würde ich sagen, ciao, ciao, macht's gut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.